Sportliche Kurzschwünge auf der Skipiste, das macht besonders viel Spaß und in diesem Skitest-Video wollen wir uns 4 der Top-Sport-Carver-Modelle mit besonderem Fokus auf die kurzen Radien anschauen. Viel Spaß damit! Mit einem herzlichen Servus darf ich dich willkommen heißen hier oben am Pitztaler Gletscher und bei snowhow.de, deinem Kanal für Skitest-Videos auf YouTube und heute mit dem Programm 4 Top-Sport-Carver der Saison 21-22 mit dem Fokus auf die Kurzschwünge. Wie du weißt, stehst du bei unseren Videos im Mittelpunkt. Wir möchten bei den einzelnen Modellen klären, welches Modell sich genau für dich und für deinen Fahrstil sehr gut eignen könnte. Und deshalb auch die Frage an dich, worauf achtest du bei deiner Wahl für einen Sportcarver? Welche Schwünge fährst du am liebsten? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Wir möchten dort beraten und informieren. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Modelle genau eingehen, klären wir erstmal die Kategorie der Sportcarver. Wann ist ein Ski dieser Kategorie für dich gut geeignet? Genau dann, wenn du ein fortgeschrittener bis sportlicher Skifahrer bist, wenn du hauptsächlich auf der Piste unterwegs bist und dabei sehr variabel in den Schwungformen, mal lang, aber bei diesen Ski vor allen Dingen gerne kurz im Kurzschwung unterwegs bist. Und damit wir dir diese einzelnen Modelle sehr gut vorstellen können, haben wir sie getestet und einige Aufnahmen dazu, die siehst du jetzt. Viel Spaß damit, wir sehen uns gleich wieder. Du hast gesehen, wir hatten traumhafte Verhältnisse, um diese 4 Sportcarver-Modelle zu testen. Wir haben sie auf der Piste frisch gebügelt, dann aber auch mit leicht aufgeworfenem Schnee getestet. So macht das Ganze Spaß und so kann ich euch auch einen super Eindruck vermitteln. Und starten möchte ich dabei mit dem K2 Disruption STI und das ist derjenige Sportcarver hier im Vergleich mit den SL, mit den Slalom-Genen. Er ist vor allen Dingen für dich gut geeignet, wenn du fokussiert den Kurzschwung fahren möchtest, wenn du eine sehr agile Kurveneinleitung magst, dass es flott und wendig dahergeht und eben einen Ski suchst, der nicht so verbissen ist wie ein Slalom-Carver, sondern das Ganze ein bisschen leichter macht. Kommen wir zum VW Golf unter den Skimodellen und das ist der Head Super Shape E-Magnum. Die Serie wird fortgeführt, hat jetzt noch mal ein bisschen an Leichtigkeit gewonnen und das merkt man auch beim Fahren. Dieser Ski als eines der meistverkauften Skimodelle der Welt eignet sich vor allen Dingen für dich, wenn du sehr variabel unterwegs sein möchtest, wenn du einen Ski suchst, der einfach gut geht, sehr schön in den kurzen Radien, eine tolle Kurveneinleitung durch seine Leichtigkeit, hat er da auch noch mal an Drehfreudigkeit für dich gewonnen und macht eben das sportliche Skifahren sehr einfach. Kommen wir zum Rossignol Hero Elite Plus TI und dieser Ski ist im Vergleich derjenige, der vor allen Dingen beim aufgeworfenen Schnee und auch mal bei Hügeln sehr gut geht. Er ist für dich vor allen Dingen gut geeignet, wenn du einen Sportcarver suchst, der mit dir auf dem harten Untergrund einer Piste gut fährt und dich da die Slalomkurven, die kurzen, wendigen Kurven fahren lässt. Aber wenn es dann am Nachmittag auch mal Hügel gibt oder du neben der Piste mal in den aufgeworfenen Schnee gehst, dann geht dieser Ski sehr gut mit dir. Und abschließend kommen wir zum Fischer RC4 The Curve DTX und dieser Ski ist im Vergleich derjenige mit dem satten Zug auf der Kante, sowohl im kurzen Radius als auch im mittleren. Also vor allen Dingen für dich gut geeignet, wenn du auf der Piste einen stabilen Sportcarver suchst, mit dem du die sportlichen kurzen und mittleren Radien sehr gut fahren kannst. Der ist quasi der Sportcarver mit den Carving-Genen. Wenn du ergänzende Informationen zu den einzelnen Modellen suchst, wie die Radienangaben, die Längen und natürlich auch den aktuellen Preis, dann schau gerne auf unserem Online-Shop snow-how.de vorbei. Alle 4 Ski sind auch direkt unten in der Beschreibung verlinkt, also einfach reinspringen und draufklicken. Ich fasse jetzt nochmal die wesentlichen Eigenschaften der 4 Sportcarver im Test zusammen. Einmal der K2 Disruption STI, ein Sportcarver mit Slalom-Ski-Genen, der vor allen Dingen im Kurzschwung auf der Piste sehr gut läuft. Dann der Head Super Shape E-Magnum, ein sehr variabel aufgestellter Sportcarver. Dann der Rossignol Hero Elite Plus TI, wenn es dann auch mal buckelig aufgeworfen wird, geht dieser Ski sehr gut mit dir.
und der Fischer The Curve RC4 DTX, ein Ski, der sehr satt aufliegt, der die mittleren und die kurzen Radien auf der Piste favorisiert. Und damit hoffe ich, dass wir dir einen sehr guten Überblick geben konnten über die aktuellen Sport-Carver-Modelle. Schau dich gern weiter auf unserem YouTube-Kanal um und klicke direkt dieses YouTube-Video hier an, wo der nächste Skitest von uns eingeblendet ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und natürlich das Abo nicht vergessen. Ciao!